A shard is like a poor man's core, but beggars can't be choosers. Und damit willkommen zurück zu meinem Let's Play Bastion. Ja, es ist schon wieder ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich wollte eigentlich immer mal wieder aufnehmen, aber irgendwie bin ich nicht so wirklich immer dazu gekommen. Beziehungsweise, ich habe dann irgendwas anderes gemacht. ich weiß nur, dass dieser eine Typ, wie hieß der, Sulf, glaube ich, der immer hier stand, der ist abgehauen. Weil er irgendwie angepisst war oder so. Was haben wir denn hier noch? Schrein, genau. Genau, die Gedenkstätte hat man letztens als letztes gebaut. Und ich habe mal das Gefühl, dass man hier unten auch noch was hinbauen kann. Es sieht nämlich so unfertig aus irgendwie. Aber werden wir dann sehen. Die Pfeife haben wir ja schon gemacht, genau. Hast du uns irgendwas zu sagen? Nee. Ja gut, dann machen wir mal das Monumentgedöns hier. That's it. Few more shards like that. We'll be back in business. A single shard can breathe new life into this place. Ach genau, da kann man das jetzt nochmal aufleveln. So war das. Ich weiß gar nicht, was wir als letztes Mal gemacht haben. ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall ist es möglich, dass ich heute unterbrochen werde, weil ich eine Mail bekommen habe von der DHL, dass heute ein Paket ankommen soll. Ich habe nämlich was ersteigert. Für relativ günstig eigentlich. Und zwar ein Micro-Versus-System von Nintendo. So ein kleines... Ich quatsche das jetzt erst gerade noch zu Ende und dann... Obwohl... Ich weiß jetzt gar nicht, welches Video. The Shard's got enough juice to spruce up any of these places. Ich glaube, wir haben das hier gemacht, ne? LKW. Ich meine, die Schmiede hätten wir. Ja, haben wir die Schmiede. Ain't saying much, but that's the greatest forge in all the city. So, und zwar, genau, das ist so, ach Gott, wie heißen denn die Teile? Ist auf jeden Fall Donkey Kong 3, glaube ich, weiß ich da. Es gibt auch noch, glaube ich, Eishockey, also Plates of Steel. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die wirklich so heißen. Da gibt's, also es gibt ein rotes, ein grünes und ein blaues. Kann auch sein, dass es noch mehr gibt, aber das hier ist die, die ich auf eBay gefunden habe. Ich habe halt das grüne. Und das ist wie so ein... Pop. Wie heißen die Pop? Irgendwas mit Pop. Pop Station, glaube ich. Da gibt es auch noch einen anderen Namen für. Ah, mir fällt das gerade nicht ein. Auf jeden Fall sind das, ist es quasi wie so ein Gameboy, so ein bisschen. Nur halt ganz, ganz einfach gehalten, wo du eigentlich meistens nur irgendwie einen Knopf hast und ein Steuerkreuz oder so. Auf jeden Fall ist das aber für zwei Spieler und das kann man so richtig gut verstauen und alles. Das finde ich voll cool. Ja, wir machen jetzt hier mal weiter. Ich habe jetzt mal genug gebabbelt. Was können wir denn hier machen? Genau, das dritte, das vierte. Ah, das ist blöd, dass das nicht abspeichert. Aber ich glaube, wir haben den Bourbon genommen, oder? Nee, Bourbon war das nicht. Da habe ich schon gesagt, da habe ich beim letzten Mal gesagt, dass es blöd ist. Das will ich auch nicht. Ist alles irgendwie nicht so geil. Oder? Spirituosen. Ja. Vielleicht können wir auch noch was kaufen hier. Ich glaube, das hab ich schon vorgelesen. Aber den nehmen wir trotzdem mal mit. Ah, oh, das ist blöd, dass das halt nicht abspeichert. Da müsste ich den ganzen Rotz jetzt hier nicht nochmal machen.
Mach mal einfach das hier. If you're feeling low, count on the buttery flavor of our own Bastion Bourbon. So. Dann können wir hier ein bisschen leveln. Was ist das? Etwas Schmieriges. Haben wir das schon mal vorgelesen? Ich weiß es nicht. Ein Aufwertungsmaterial für die Duellpistolen. Eine Büchse mit Klapperschwanzöl, einem mechanischen Schmiermittel. Aus einer Nebengattung des unterirdischen Schädlings gewonnen. Oh, die kann man aber ziemlich heftig. Oder ist das jetzt nur, weil wir die aufgelevelt haben? Das kann natürlich auch sein. Aber was haben wir denn hier? Plus 4 Munitionskapazität oder Kugelstreuung verhindern. Dann nehmen wir das natürlich. Aber ich kann ja mal vorlesen. Erweiterter Zylinder. Plus 4 Munitionskapazität, übergroße Feuerzylinder, minimieren die Nachladezeit und maximieren die Schusszeit. Ich glaube, das habe ich schon mal vorgelesen. Versiegelter Zylinder, Kugelstreuung verhindert, vakuumversiegelt Feuerzylinder gewährleisten, überragende Treffergenauigkeit bei jedem Schuss. Das war, glaube ich, kein Deutsch, aber man hat es, glaube ich, verstanden. Pieces to make a dependable sidearm. So, was haben wir hier? Hochkaliberkammern, Schnellladekammern. 25% schnelleres Nachladen, ultraleichte Munitionskammern zum schnellen Laden und Entladen, ohne das Stoßvermögen einzuschränken. Stoßvermögen? Keine Ahnung. Hochkaliberkammern, plus 25% Schaden, verstärkte Munitionskammern für den Einsatz gegen größere Ziele und ebenso nützlich gegen kleinere. Nehmen wir mal das Nachladen. Wildnispulver. Kugeln prallen beim Kontakt ab. Eine experimentelle Treibladung, die Kugeln dazu bringt, von Ziel zu Ziel zu springen. Das ist cool. Kesselpulver. Plus 1 Zieldurchdringung pro Schuss. Eine umstrittene Treibladung, die so viel Wucht entwickelt, dass die Kugeln direkt durch das Ziel hindurchdringen. Dann nehmen wir das hier. That ought to give those dueling pistols a little extra kick. So. Jetzt haben wir nur noch... Nur noch in Anführungszeichen. Dings. Dann haben wir den Bringerbogen. Geschmeidige Bogenenden. Okay, plus 25% Zuggeschwindigkeit. Aber den benutzen wir gar nicht. Was ist denn hier? Repetiergewehr. 450. Weil das wäre schon ganz gut, wenn ich das weiter aufleveln würde und das ist was Fieses. Mal gucken, ob wir das hier vorne kaufen können. Etwas Fieses. Lalalalala. Etwas Fieses. So. Oh, die Leute mit ihren Autos da draußen, ne? Gehen mir ziemlich aufs Ei. Hohle Kammer plus 8 Munitionskapazität. Effekt mit Doppelmagazin kombinierbar. Eine größere Munitionskammer reduziert die Häufigkeit, mit der nachgeladen werden muss. Schnell Schubkammer plus 55% schnelleres Nachladen. Effekt mit Schnellmagazin kombinierbar. Eine elegante Munitionskammer, die blitzschnelles Nachladen ermöglicht. Was haben wir denn hier? Haben wir schon schnelleres Nachladen, dann machen wir hier die Munitionskapazität. Now he can shoot that fang repeater all day long. All day long. Können wir hier? Ja, jetzt können wir hier noch was machen. Das ist schön. Geschmeidige Bogenenden. Haben wir das schon? Ne, ich habe es glaube ich noch nicht vorgelesen. Es ist nur 2 Sekunden her, ich weiß es schon nicht mehr. Plus 25% Zuggeschwindigkeit. Effekt mit Schnellsehne kombinierbar. Extrem dehnbare Bogenenden liefern eine höhere Zuggeschwindigkeit, ohne die Schusskraft zu verringern. Verstärkte Bogenenden plus 2 Durchschläge pro Schuss. Effekt mit Kraftsehne kombinierbar. Stabilere Bogenenden versehen jeden Schuss mit mehr Wucht und erlauben das gleichzeitige Treffen mehrerer Ziele. Was haben wir denn hier? Dann nehmen wir hier die Zuggeschwindigkeit. Okay. Dann wären wir hier soweit fertig. Das haben wir auch schon gemacht. Dann... Der
Schlitzer ist richtig. Ach genau, ich wollte mal hier bei den Gedenkstätten gucken. Weil da wollte ich nämlich jetzt gerne die Waffen wechseln. Den können wir mal abschließen. Die Gravers, the arm of justice. Die Autos draußen, ne? Die Murksam. Überragende Fertigkeiten mit der Kriegsmachete beweisen. Mission abgeschlossen. Sie sorgt dafür, dass all jene das Recht der Stadt zu spüren bekamen, die sich vor ihr entziehen wollten. Ich lese das jetzt so schnell vor, weil ich meine, ich hätte das schon vorgelesen. Das haben wir sowieso dabei. Ich denke mal, ich werde jetzt als Sekundärwaffe den Hammer nehmen. Mindestens 70% Schaden. Das kriegen wir schon hin. Dann machen wir hier den Hammer. Wir müssen jetzt hier noch eine andere Fertigkeit. Wuchtbrummer. Ein vernichtender Angriff, der alle Feinde betäubt, die das Pech haben, sich ihm in den Weg zu stellen. Mit einer Hilfe werden die schwersten Steinelemente. Ja, komm, nehmen wir das. A repeater goes with a hammer better than a box of nails. Okay. Dann würde ich sagen, verpissen wir uns. The city tried to use the shards to stake out the wilds. So much for that plan. Wir haben ja jetzt schon die Pistolen ein bisschen aufgelevelt. Ich denke mal, wir versuchen jetzt hier nochmal das mit dem Pistolenstand. Weil letztes Mal, als wir drinnen waren, haben wir das ja, glaube ich, so knapp geschafft. Und da waren die Waffen noch überhaupt nichts. Da waren null aufgelevelt. Und ich denke mal, jetzt müssten wir das eigentlich hinkriegen. Mir ist gerade ein bisschen kalt. So. Ich weiß schon gar nicht mehr. Wie das hier funktioniert. Ach so, genau, man muss. Ja, okay. Ah, da hätte ich früher schießen müssen. Ich glaube, das war überhaupt nicht knapp das letzte Mal. Brauchen wir, glaube ich, oder? Für 10 Stück. Meine ich mal. Das war schlecht. Okay. Ich versuch's jetzt nochmal. 700 oder mehr, ja. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Ich werde jetzt nochmal probieren. Wenn es dann nicht knapp ist oder so, dann werde ich nochmal was an dem Auflevelungsgedöns machen. Aber wir haben ja hier Zeit, das können wir ja liegen lassen. Das war schon mal scheiße. Waren 69. Das waren, glaube ich, 70 genug. Das war schlecht. Das Blöde ist, dass man nicht weiß, wo die hinkommen. Als nächstes. Halt immer random, glaube ich, wie die runterfallen. Nein! 5! 5! Okay. Das kriege ich hin. Ich habe da einen, habe ich, glaube ich, ziemlich versemmelt. Von daher, das kriege ich hin. So.
wenn jetzt die ganzen LKWs da draußen nicht auf den Sack gehen würden. Ja genau, fahren noch langsamer. Held, ey.